Herzlich willkommen im Gestaltcafé. Schön, dass du hier bist. Hier kannst du inspirierenden Gesprächen rund um das Thema Gestalttherapie lauschen. Ganz nach dem Motto des gleichnamigen Buches von Irving Polster, jedes Menschenleben ist einen Roman wert, möchte ich in diesem Podcast mit meinen InterviewpartnerInnen die Gestaltarbeit erlebbarer und zugänglicher machen. Mein Name ist Katharina Renke. Ich bin Gestalttherapeutin und angehende Psychologin und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Gestaltcafé-Podcast. Heute ist Gabriele Blanke, Leiterin des In-Kontakt-Gestalt-Instituts in Berlin, im Podcast zu Gast. Und wir sprechen über das Thema, wie treffe ich gute Entscheidungen? Was sind gute Entscheidungen und wie navigiere ich mich durch den Entscheidungsprozess durch? Was macht die Gestalthaltung dabei aus? Und ja, Gabriele erzählt uns ganz praktisch und persönlich aus ihrem eigenen Leben und plaudert auch aus dem Nähkästchen aus Therapiestunden. Viel Spaß beim Zuhören! Und bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen zu meinem Erlebniswochenende Intensiv-Workshop Dialogische Gestaltarbeit in Köln vom 6. bis 8. Januar. Entdecke deine Lebendigkeit. Herzliche Einladung und die Infos findest du hier in der Videobeschreibung oder Podcast-Beschreibung. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Gabriele Blankertz, heute im Gestaltcafé-Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Freue mich. Gabriele Blankertz ist Leiterin des In-Kontakt-Gestalt-Instituts in Berlin und schaltet sich sozusagen aus der Hauptstadt heute zu. Gabriele, um so ein bisschen einzusteigen und überhaupt einen Eindruck davon zu bekommen, wie du zur Gestalt gekommen bist und wie du auch diesen Weg auf dich genommen hast und auch ein Institut gegründet hast, würde mich brennend interessieren, wie du die Gestalt kennengelernt hast. Ja. Oh, das ist lange her, tatsächlich lange her, als ich 93 aus Österreich nach Berlin gezogen bin, das ist, also bald werden es 30 Jahre, habe ich im Grunde genommen angefangen, nach möglichen Weiterbildungen zu suchen, die meiner Vorstellung von Arbeit mit Menschen entsprach. Und in diesem Suchprozess bin ich in Berlin auf das IGG gestoßen. Das ist das alteingesessene Institut hier in Berlin, wo sehr viele Menschen ausgebildet worden sind und wo ich auch meine Ausbildung 95 bis 2000 gemacht habe. Und du warst damals vom Beruf her oder ausgebildet, du hast Pädagogik studiert, richtig? Genau, ich habe Erziehungswissenschaften studiert in Österreich und hatte damals eigentlich eher die Idee, vor allen Dingen soziale Projekte zu entwickeln. Und ich war immer beschäftigt damit, irgendwelche Dinge zu entwickeln und zu kreieren. Also ich habe während des Studiums mich viel mit Rassismus beschäftigt und internationalen Geschichten und dann gedacht, ja, irgendwann werde ich, keine Ahnung, vielleicht irgendwo im Ausland mal ein großes Projekt starten oder so. Mhm. Es kam anders. Ich kam nach Berlin. Ich war da Mutter von einem vierjährigen Sohn und schwanger und habe dann gesehen, nein, ich werde jetzt erstmal nicht in, keine Ahnung, Mexiko oder sonst wo irgendwelche Projekte starten, sondern ich werde schauen, dass ich mich in Berlin zurechtfinde. Mhm. Und also ich muss sagen, die Ausbildung, diese 5 Jahre, haben mir geholfen, in Berlin Wurzeln zu schlagen und vor allen Dingen auch mich menschlich weiterzuentwickeln, zu mir zu finden, zu mir zu stehen, meine
meinem Weg zu folgen. Und dieser Weg führte, naja, es sind viele Jahre vergangen, dieser Weg führte nie weg von der Gestalt, eher immer tiefer in die Gestaltarbeit hinein. Also ich habe 15 Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet und für mich war das ein wichtiges Lernfeld, aber parallel lief immer meine Praxis mit und es war mein Ziel, eigentlich nur Gestalt zu machen oder von Gestalt ausgehend, was auch immer mir in den Sinn kommt, umzusetzen. So eine Antwort auf die Frage, warum nicht was anderes? Also was hat für dich die Gestalt damals einzigartig gemacht? Oder war es eher eine Koinzidenz, dass du diese Art der Arbeit kennengelernt hast? Also für mich war die Gestalt, wie soll ich sagen, das hat für mich zwischenmenschlich einfach gestimmt. Dieses Wirksamsein auf Augenhöhe mit jemand, der in Not ist oder der etwas braucht, dieses den Menschen als Menschen sehen, dem zu begegnen, und in diesem Gemeinsamen ein heilsames Feld kreieren. Also das war einfach meine Erfahrung und das war mein Weg. So. Bei diesem Wortfeld, das du gerade verwendest, heilsam, Begegnung, Feld, da kommt mir der Titel deines letzten Buches in den Sinn. Vielleicht kannst du ihn selber nochmal, also das ist einfach semantisch sehr nah. Kontakt gestalten, Wege der Heilung. Genau. In diesem kleinen Büchlein ging es mir eigentlich darum, so ein bisschen aus meiner Erfahrung zu erzählen, weil es einfach ganz viele sehr tiefe und spannende Begegnungen im Laufe der Jahre gab mit Menschen, die ja, Hilfe suchten. Und was hast du für ein Heilungsverständnis? Also wenn wir den Begriff im humanistischen Sinn uns anschauen, ist es ja auch sehr mit dem Ganzwerden verbunden. Was ist es für dich? Ja, Heilung ist für mich oder Heilung findet statt, wenn Menschen in der Lage sind, mehr von dem zu verwirklichen, was an Potenzial in ihnen steckt, aber auch Hindernisse und Blockaden, die ihnen im Weg stehen sozusagen, wenn die sich anfangen aufzulösen und Menschen in der Lage sind, für sich gute Entscheidungen zu treffen, ja, dann werde ich überflüssig. Denn dann wird man als Therapeutin nicht mehr gebraucht. Also wenn die Menschen ihre Entscheidungen treffen und zufrieden damit sind, das heißt nicht, dass sie immer glücklich sind oder dass es keine Probleme mehr gibt. Aber sie sind bewältigbar. Da würde ich gerne direkt fragen, weil ich merke, es ist Neugier in mir. Was ist, wenn Menschen keine Entscheidungen treffen? Was ist das für ein Zustand? Was würde die Gestalt vielleicht dazu sagen? Wie kommt es, dass Menschen stehen bleiben? Was fällt dir da gerade spontan dazu ein? Naja, das ist vielleicht dann so eine Situation, wo jemand sich ohnmächtig fühlt, einer Situation ausgeliefert, manchmal auch also einem Partner zum Beispiel ausgeliefert, fühlt sich leidend, weil keine Entscheidung getroffen werden kann, weder aus der Beziehung raus noch vielleicht in eine notwendige Auseinandersetzung hinein. Und diese Stagnation könnte man vielleicht auch als Fixierung bezeichnen, eine bestimmte Form des Umgangs mit einer Herausforderung wiederholt sich oder bleibt auf einem gewissen unbefriedigenden
Stand. So. Und wenn es gelingt, dass jemanden quasi unterstützt wird, diesen Mut zu fassen, in eine Auseinandersetzung zu gehen, im Konflikt, in der Reibung vielleicht zu einer Entscheidung zu kommen und zu merken, okay, ich kann das, ich bin in der Lage, ja, irgendwo mal Nein zu sagen oder etwas zu wollen, stärkt es. Und was mich an der Stelle immer, also selber innerlich in Konflikt bringt, die Frage, auf der einen Seite diese existenzialistische Sichtweise, dass mein Leben die Summe auch meiner Entscheidungen ist oder so, wie ich mein Leben gestalte. Also zumindest dieser große Fokus auf der Selbstverantwortung. Und auf der anderen Seite dann die Idee der Feldtheorie oder dass ich als Individuum mich erlebe in einer Wechselwirksamkeit mit meiner Umwelt. Wie machst du da die Spannung oder den Spagat für dich? Oder ist das überhaupt eine Spannung für dich? Naja, schon. Es ist schon eine Spannung zwischen vielleicht meinem eigenen etwas wollen oder irgendwohin mich bewegen wollen und gleichzeitig merken, die Umweltgegebenheiten sind gerade nicht so, dass es möglich ist, diesen Weg zu gehen. Also ich sag mal, also wenn man die Feldtheorie nutzt oder die mitdenkt, dann geht es ja darum zu schauen, wie sind die Kräfte im Feld. Und das ist auch wichtig letztendlich für den therapeutischen Prozess zu sehen. Ja, das eine ist ich möchte etwas erreichen, das klar zu kriegen, was ich eigentlich erreichen möchte, und auf der anderen Seite aber auch zu sehen, habe ich die Ressourcen, sind die Ressourcen in meinem Umfeld gegeben? Und da kommt der Ansatz in der Gestalt, dieses Support-Konzept, was hauptsächlich durch die Laura Perls dazugegeben wurde, sozusagen, sehr zum Tragen. Denn ohne ausreichend Support, sei es die Stärkung innerer Kräfte oder die Kräfte im Feld, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir uns auch in Veränderungsprozesse begeben oder dass die Ziele erfolgreich sind oder so. Also wir müssen immer auch gucken, wo ist Support, was können wir unterstützen? Das klappt mit der Entscheidung. Oder? Wenn Menschen jetzt noch nicht so viel mit der Gestalt zu tun hatten, könnten wir Support auch als Ressourcen übersetzen? Ja, als Ressourcen, als stärkende Elemente, die im Umfeld vorhanden sind. Das könnten zum Beispiel Freunde sein, die zu einem halten. Das kann sein, auch finanzielle Ressourcen, dass man sich meinetwegen mal eine Auszeit gönnen kann, ohne gleich finanzielle Schwierigkeiten zu haben. Also es kann Unterschiedliches sein, alles, was unterstützt. Jetzt denke ich gerade wieder zurück an Gabriele vor einigen Jahren, die sie nach Berlin gekommen ist. Und du hast gesagt, die Gestaltausbildung hat dich unterstützt darin, wirklich Wurzeln zu schlagen in Berlin und anzukommen. Mhm. Wie war damals, was war da dein Support? Wie hast du durch die Gestalt vielleicht auch gelernt, mehr im Leben zu stehen oder mehr, wie du es vorhin ausgedrückt hast, zu dir zu finden? Also ich würde mal sagen, dass was in der Ausbildung für mich wahnsinnig wichtig war, war einmal Teil einer Gruppe zu sein, die sich mit vielen persönlichen Themen auseinandersetzt und da quasi diesen Raum zu haben, mich zu reflektieren,
meine Krisen ausbreiten zu können, nicht fallen gelassen zu werden, ermutigt zu werden. Ich erinnere mich an eine Situation, die habe ich einfach nur super gut in Erinnerung. Ich habe, als ich nach Berlin kam, nicht nur dann Gestalt angefangen, 95, sondern 93 kam ich nach Berlin. Ich war schwanger, hatte ein kleines Kind. Ich kannte kaum jemand, aber ich hatte ein Diploma, meine Diplomarbeit noch nicht geschrieben, die musste ich noch schreiben. Mein Betreuer lebte in Berlin. Seine Frau war genauso schwanger wie ich und die ging zum Bauchtanz. Und das war so für mich eine Entdeckung in Berlin neben der Gestaltausbildung. Ich ging zum Bauchtanz für Schwangere, so um zur Geburtsvorbereitung. Und ich habe sozusagen dieses Tanzen, der Bauchtanz, der hat mich sozusagen auch viele Jahre begleitet. Und ich hatte mich immer geschämt, dachte, Bauchtanz, das ist so, darüber kannst du in der Ausbildung nicht sprechen, weil das ist peinlich. Also so ein Tanz mit diesen Klamotten und so war mir unangenehm. Und im Rahmen eines Workshops wurde ich darauf angesprochen und ich erzählte ganz verschämt davon, dass ich Bauchtanz mache und wie sehr mich das also glücklich macht auch, wie schön es ist, so zu tanzen. Und meine Scham wurde sozusagen, ich habe mich überwunden, mit dieser Scham da zu sein. Und es gab den Support der Gruppe, die waren einfach neugierig. Die waren unterstützend, die fanden das gar nicht so peinlich, wie ich dachte. Und haben mich eingeladen, der Gruppe was vorzutanzen. Und wow. Es war einfach ein schöner Support zu sagen, hey, sei da, sei so da mit dem, was du liebst und zeige dich. Ja. Und das, also für mich ist Gestalt immer auch so ein Stück wirklich da sein mit dem, wo wir sagen, oh, diese Ecke, die möchte ich lieber irgendwie im stillen Kämmerlein verborgen wissen. Sei da und diese Resonanz zu erleben, ist einfach großartig. Ja, das war für mich so ein Geschenk. Und das gebe ich gerne weiter sozusagen. Bitte? Wie hat sich die Scham verändert in dem Moment? Also ich muss trotzdem nochmal, ich stelle mir vor, dann vor der zwar gut Bekannten in der familiären Atmosphäre, aber dann vielleicht wirklich zu tanzen. Wie war das? Sehr berührend, sehr berührend. Es hatte was sehr Intimes, was sehr, ja, es ist einfach sehr persönlich. Mhm. Es gab viel Wärme und Zuspruch aus der Gruppe und vielleicht große Augen oder berührt sein und ja, dieses Tanzen hatte auch was von. Letztendlich ist es nichts Isoliertes, sondern es ist auch eine Zwiesprache. Ja, wenn wir uns auf die Tanzfläche begeben und tanzen miteinander, Körper sprechen lassen und erlauben, dass sie da sind, ist es großartig. Und im Erleben, dass die anderen bei mir sind und ich nicht isoliert, hat es für mich einen heilenden Moment gehabt. Die Scham bringt zum Verschwinden. Scham ist ein starkes, wie soll ich sagen, eine starke Kraft, die isoliert und letztlich, also vor allen Dingen das Beschämtwerden, natürlich. Ein gewisses Schamgefühl zu haben, ist auch sehr gesund. Das brauchen wir auch. Ja, aber das war so eine Situation, die ich gut in Erinnerung behalten habe. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ich hatte gerade ganz kurz die Sorge, dass meine Internetverbindung abbricht, denn ganz kurz
hatte ich dich nicht mehr gehört, aber ich glaube, wir alle Zuhörer und Zuhörerinnen haben verstanden noch den letzten Satz, was du gemeint hast. Ja. Und vielleicht, um einfach noch mal kurz beim Tanz zu bleiben. Du hast dann, habe ich gesehen, auch eine tanztherapeutische Weiterbildung gemacht. Hat das was mit dieser Erfahrung zu tun oder was bedeutet das für dich, noch weitere therapeutische Elemente in deine Arbeit mit aufzunehmen? Ja, also das Tanzen war für mich immer ein Moment des Freiseins und des tiefen Bei-mir-Seins. Und das habe ich in diesen 10 Jahren orientalischer Tanz einmal vertieft, aber dann fand ich es sehr spannend, die Arbeit von der Anna Halprin zu entdecken, die ja auch, also eine alte Tänzerin, die damals mit dem Fritz Perls auch wohl zusammengearbeitet hat in Workshops. Und eine Schülerin von ihr, die Ursula Schorn, lebt in Berlin und bietet hier Workshops an. Und bei Ursula Schorn habe ich halt dann einige Workshops gemacht und fand das sehr bereichernd. Also ich finde das nämlich spannend. Inwiefern nutzt du denn dadurch, dass du selber vielleicht als Therapeutin ganz persönlich Tanzerfahrung hast, inwiefern nutzt du eventuell den Körper mehr in der Arbeit mit KlientInnen als andere Kollegen, die sowas nicht haben? Meinst du, das beeinflusst deine Arbeit? Ja, das würde ich schon denken, dass es das ist meine Arbeit beeinflusst. Ich würde mal sagen, ich habe einfach einen guten Zugang zu meinem Körper finde es sehr wichtig, sozusagen diese Sensibilisierung für das, was im Körper stattfindet, in die Therapie einfließen zu lassen. Es ist einfach Teil der Gestaltarbeit, zu spüren und die Spürfähigkeit dort, wo sie verschüttet ist, wieder frei zu machen. Also wir sind ja gut ausgestattet. Man muss es nur frei machen. Ich merke gerade, ich hatte ganz kurz einen Anflug von Röte auf meinen Wangen oder Hitze im Gesicht, weil ich so dachte, huch, frage ich zu sehr in die Tiefe mit dem Tanzen, weil das ist ja gar nicht alles, was dich ausmacht. Und habe gerade gemerkt, oh, ist vor meinem eigenen Hintergrund, dass ich diese Frage auch stelle, weil ich selber gerade viel Körperarbeit erforsche und Tanz und ja, meinen eigenen Stil auch entwickle in der Arbeit. Und deswegen finde ich das, glaube ich, sehr inspirierend. Um vielleicht nochmal, einfach weil das jetzt einmalig gerade ist im Podcast, darauf einzugehen, was es bedeutet, Gestalt TherapeutInnen auszubilden. Also du leitest das In-Kontakt-Institut schon seit 7 Jahren, hatten wir gerade mal rekapituliert. Und hast vorher auch schon mitgewirkt in anderen Ausbildungen, glaube ich. Was ist für dich, welche Haltung nimmst du als Ausbilderin ein? Ich habe große, wie soll ich sagen, Lust und finde es sehr reizvoll, Gestalt an interessierte Menschen weiterzugeben. Gerade weil ich finde, dass in Deutschland einerseits es ganz viele Gestalttherapeuten gibt, die irgendwann mal Ausbildung gemacht haben. Und gleichzeitig ist Gestalt ja quasi wie unterbelichtet in der Öffentlichkeit. Und ich habe gemerkt nach den ja, vielen Jahren eigener Praxis, dass es mir
nicht mehr genügt, nur mit Klienten zu arbeiten, sondern es gibt einfach so ein Bedürfnis, mein Know-how weiterzugeben und meine Erfahrung und auch im Entwickeln des Ausbildungskonzeptes quasi zu überlegen, wie kann man methodisch Gestalttherapie sinnvoll weitergeben. Ja, also da ist es einerseits die Möglichkeit, einen Erfahrungsrahmen zu schaffen. Es ist aber für mich genauso wichtig, das Erfahrene theoretisch einzuordnen. Also es geht nicht nur um die Erfahrung, sondern es geht auch darum, ein theoretisches Gerüst zu vermitteln, auf das man sich stützen kann. Und diese Balance zwischen Selbsterfahrung, Praxis, Theorie, ja, das finde ich sehr reizvoll, sozusagen das in einen sinnvollen Ablauf zu bringen, sodass ja, man so Stück für Stück lernt und die angehenden Gestalttherapeuten sich auch trauen, in die Praxis zu gehen. Und inwiefern fließt in diese Art der Pädagogik auch deine Gestalthaltung mit ein? Also du hast schon gesagt, natürlich das erlebbar zu machen. Was würdest du da sagen? Es scheint mir gerade eine tolle Kombination aus deinem Hintergrund als Pädagogin und gleichzeitig diesem erlebnisorientierten Ansatz. Was macht das für dich besonders, deswegen die Ausbildung? Ja, es ist einfach ein Empowern, finde ich. Ich arbeite sehr dialogisch. Das Zwischen und das, was in der Gruppe entsteht, ist mir sehr wichtig. Natürlich auch die Spannungen und alles, was so auftauchen kann. Ich glaube, ich bin einfach eine gute Begleiterin. Eine gute Begleiterin in stürmischen Gewässern. Ich liebe es, Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Ich glaube, das ist einfach etwas, was sich einerseits in den Therapien zeigt, aber auch in ganz vielen, also in der Ausbildung oder auch in zum Beispiel meinem Engagement für Geflüchtete. Es ist einfach so ein Menschen begleiten in ihren Prozessen. Und wenn da die Gestalt als theoretischer Hintergrund und als praktische Erfahrung umgesetzt wird, finde ich es einfach sehr schön, befriedigend. Wie ist es denn als Ausbilderin vielleicht manchmal oder auch als Therapeutin, Menschen in Situationen zu sehen, wo sie eben feststecken, keine Entscheidungen treffen können? Schaust du da auch, so wie vorhin an deinem eigenen Beispiel, zuerst darauf, dass der Support wieder mehr da ist? Oder wie ist da deine Herangehensweise? Also einmal ist der Support wichtig, aber der und Spürfähigkeit auszubauen. Das heißt, eine Wahrnehmung dafür zu entwickeln, was hindert mich, eine Entscheidung zu treffen. So. Und das auch durchaus körperlich erspüren zu können, was diese Blockaden im Körper machen oder wie sich das körperlich auch anfühlt. Und das andere ist natürlich auch zu schauen, welche Unterstützung sind im Feld vorhanden. Also wer ist da, der zu mir steht, wer ist da, der mir gut tut oder auch in der Vergangenheit. Wo habe ich gute Erfahrungen? Wenn man da
Der letzte Satz, Entschuldigung, wo habe ich gute Erfahrungen? Der letzte Satz, den hatten wir gerade nicht mehr gehört. Also da, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, da wieder hinspüren zu können, wie sich das angefühlt hat, kann stärken. Denn manchmal sind Menschen dann so in ihren negativen Gefühlen gerade gefangen, dass Erfahrungen, die durchaus unterstützend waren, vielleicht nicht mehr so im Gewahrsein sind. Und die wieder in den, sozusagen in den Vordergrund zu bringen und zu schauen, wie fühlt sich das an, so eine Unterstützung gehabt zu haben, macht es wach und es stärkt. Wach machen, spannend. Also das heißt, selber mehr ein Gewahrsein darüber zu entwickeln, auch vielleicht durch körperliche Prozesse, mehr wieder sich mit sich selbst verbinden und dann den Blick nach außen zu richten und dann zu gucken, was hindert mich, aber vielleicht auch die Hilfe aufzusuchen oder anzunehmen, dachte ich gerade. Ja, und in der Regel gibt es ja irgendwelche alten Geschichten und unerledigten Prozesse, die quasi dadurch, dass Verdrängungsmechanismen verhindert haben, da dran zu bleiben, ist praktisch eine Situation entstanden in der Gegenwart, die unbefriedigend ist. Also ich sag mal, Konflikte, die damals in der Kindheit oftmals bestanden haben, Konflikte, die wie zum Beispiel Bedürfnisse, die nicht befriedigt wurden. Wenn der Verdrängungsmechanismus von damals, nämlich nicht genau hinspüren, dass es weh tut, wenn, was weiß ich, die Eltern keine Zeit haben, wenn dieses Wegschauen habituell geworden ist und dieses Nichtspüren habituell geworden ist, werde ich in der Gegenwart vermutlich Schwierigkeiten haben, wirklich meinen Bedürfnissen nachzugehen oder mich an Menschen wenden, die, von denen ich vielleicht etwas brauche. Also diese Art von Notsituation hat was zu tun mit früheren Situationen. Und wenn dieser Link zu der vergangenen Erfahrung hergestellt werden kann und da nochmal ein Stück gearbeitet werden kann an diesen Thematiken, also die Gefühle von damals nochmal ein bisschen spürbar werden, kann im Gegenwärtigen es zu Lösungen kommen. Es klingt ein bisschen abstrakt vielleicht für Leute, die mit Gestalt nicht so vertraut sind. Aber es geht darum, nicht nur kognitiv Dinge durchzuarbeiten, sondern auch in die Spürfähigkeit reinzugehen, Dinge tatsächlich wieder zu spüren, das ein bisschen zu beleben, um hier und jetzt diese Dinge, die da unerledigt sind, tatsächlich auf eine befriedigende Weise zu lösen. Das geht oft mit viel Gefühl einher, oft mal mit Tränen, oft mal vielleicht auch mit dem Spüren von Wut, von Gefühlen, die vielleicht schwierig waren in der Kindheit, und die zu spüren, aber auch einen Ausdruck zu finden, hilft etwas in den Fluss zu bringen, eine Energie, die gestoppt war, ins Leben zu bringen, einen Ausdruck zu finden und damit die Erfahrung zu machen, okay, heute kann ich Nein sagen, heute kann ich meine Stimme erheben und laut sein und ich kann es aushalten und es passiert mir nichts. Diese Erfahrungen, die spürbar sein müssen, die helfen, alte Muster zu überwinden. Ja.
Ich denke ganz konkret gerade an eine ganz eigene Arbeit meiner Gestaltlehrerin vor ein paar Wochen. Es ging um einen Beziehungskonflikt mit meinem Partner und wir haben tatsächlich mit der Technik des leeren Stuhls gearbeitet, sodass für alle, die zuhören und vielleicht noch gar nicht so wissen, wie man zum Beispiel ins Erleben kommt. Ich habe mir wirklich vorgestellt, der andere säße mir gegenüber und bin dann nochmal in den Dialog gegangen. Und plötzlich war die aktuelle Situation gar nicht mehr so relevant und wir haben, ich habe mich eher identifiziert mit einem kleineren Teil von mir, der genauso beispielsweise Verantwortung übernehmen wollte für meine Eltern früher und konnte dann nochmal in den Dialog mit meinen Eltern gehen. Also vielleicht als kleines Beispiel. Ja, genau, das beschreibt es ganz gut. Ja, also diese Mittel wie der leere Stuhl für Dialogarbeit oder auch andere, ich sag mal, Arbeit mit Gegenständen, die im Raum platziert sind und die etwas symbolisieren, Personen oder Orte, auf die man sich zubewegt oder wegbewegt oder wo man ausspricht, was fühlbar ist, wenn man in dieser Gegenübersituation ist, das bewegt etwas und führt den Prozess weiter, der zu einem bestimmten Zeitpunkt quasi wie gestoppt wurde. Und oft muskulärer Anspannung bis heute festgehalten ist. Das heißt, wenn wir nochmal bei dem Thema, wenn wir schon dabei sind, Entscheidungen bleiben, ist es nach deiner Ansicht gar nicht nur ein kognitiver Prozess eines Abwägens von Pro und Contra, so wie es vielleicht auch oftmals an Entscheidungsprozesse herangegangen ist, sondern es ist auch ein, ganz plakativ ausgedrückt, ein Hineinfühlen und schauen, wo ist diese rigide, fixierte Energie, wo geht es nicht weiter? Ja, das Kognitive ist natürlich auch wichtig, also Gestalt ist nicht kopflos, aber brauchen wir, ist gut. Aber alleine Dinge durchzudenken reicht nicht. Wir müssen auch unser ganzes System mitnehmen und dazu gehört der Körper und dazu gehören die Gefühle. So, Dinge müssen gespürt werden. Der Widerstand muss gespürt werden. Die Spannung im Körper muss empfunden werden. Die Übelkeit vielleicht, die auftaucht, wenn man an etwas denkt, muss gespürt werden. So, das alles brauchen wir als wichtige Informationen, um Entscheidungen treffen zu können. Je weniger Zugang zum Körper und zu den Gefühlen vorhanden ist, umso weniger gute Entscheidungen können wir treffen, weil uns so viele Informationen fehlen. Was meinst du mit guten Entscheidungen? Eine gute Entscheidung, die mir als ganzer Mensch gerecht wird. Ja. Also die nicht, also ich sag mal, die nicht nur so vernünftig gedacht ist, sondern wo meine tiefen Bedürfnisse auch mit berücksichtigt werden. Also ich sag mal, wir kennen das Konzept des Top Dog und Underdog in der Gestalt. Also so, da gibt es irgendwie der Top Dog, die Position, die quasi sagt, ja, also eigentlich wäre es gut, wenn ich jetzt mal aufhöre zu rauchen, weil es ist ja wirklich völlig unvernünftig. Habe ich jetzt mal so überlegt. Rauchen bringt gar nichts. Ich werde das jetzt mal aufhören. Mhm. Ist ja ganz vernünftig. Kann man nur sagen, Gratulation. Mhm. Okay, und dann fängt es an, problematisch zu werden. Weil dieser Underdog, nämlich ein Aspekt von mir, der in dieser Überlegung nicht mit berücksichtigt ist,
seine Kraft entfaltet. Und wie wir wissen, ziemlich viel Kraft, weil das wird nicht funktionieren mit dem Aufhören des Rauchens. Wenn dieser Underdog, diese Seite des Selbst, die da quasi im Widerstand dazu ist, die nicht gehört ist, wenn wir die Seite nicht kennenlernen, nicht einbeziehen, wird es mit dem Rauchen aufhören nicht funktionieren. Mhm. Und das kann man irgendwie auf viele Dinge übertragen, also im Grunde in allen Entscheidungsprozessen spielt es eine Rolle. Ja, das ist total, macht total Sinn. Ja, und es ist sehr gut auf den Punkt gebracht, finde ich, mit diesem Beispiel des Rauchens. Mhm. Und warum ist es dann vielleicht hilfreich, das im Dialog mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin zu erforschen? Ich stelle mir gerade vor, das ist einfach, dass ich, wenn ich jetzt in der Position wäre, ich möchte aufhören zu rauchen, dass ich es ganz schwer haben würde, mit dem Teil in Kontakt zu gehen, der sagt, nee, das will ich aber nicht, weil ich dann vielleicht schon wieder denke, Mensch, du schaffst ja nie, was du dir vornimmst. Oder na, also, dass ich da so einen liebevolleren Blick oder eine Kommunikation entwickle. Oder was ist es, was im Dialog da erlebbarer, spürbarer, besser klappt? Also ich würde mal sagen, eine Gestalttherapeutin würde, die das Modell Top-Dog-Underdog kennt, würde sich interessieren für diese Seite, der es so schwerfällt, mit dem Rauchen aufzuhören, und würde diese Seite, die quasi, wo das Rauchen ein bestimmtes Bedürfnis, zwar nicht auf eine gute Weise, aber immerhin befriedigt, würde diese Seite untersuchen. Es geht um ein Verständnis für diese Seite, die da irgendwie befriedigt wird durch dieses Rauchen. Und wenn man diese Seite ernst nimmt, wenn die einen Platz kriegt, wenn das in den Kontakt gebracht werden kann, was da eigentlich für ein Bedürfnis dahinter steckt, dann kann eine passendere, wie soll ich sagen, ein passenderer Support entwickelt werden für diese sicher sinnvolle Idee, das Rauchen aufzuhören. Ja, es kann vielleicht auch nochmal geschaut werden, ist der Zeitpunkt jetzt günstig? Weil auch wenn das Rauchen vielleicht jetzt nicht die beste Idee ist, mit bestimmten Stressmomenten umzugehen, aber wenn gerade nichts anderes da ist, ist es vielleicht gerade das, was geht. Also es ermöglicht, ein bisschen tiefer zu schauen, welche Art von Unterstützung ist notwendig, um so ein Vorhaben umzusetzen. Ach, ich freue mich da gerade drüber, weil das weitet den Blick nochmal in meine Umwelt, in den Kontext. Es geht dann nicht nur um die tiefen Bedürfnisse, die ich in mir wahrnehme, sondern es geht darum, ist das gerade stimmig in meinem Feld, ja, Lebenskontext. Ja, ja. Ja, ich merke einfach, ich werde da doch noch immer wieder häufig damit konfrontiert, dass die Gestalt so bedürfnisorientiert ist. Und wie gehe ich damit um und wie spreche ich darüber mit Freunden und Bekannten, die mich da auch konfrontieren. Also das, deswegen habe ich gerade gemerkt, wurde ich so weich, als du davon gesprochen hast. Und was ist gerade bei dir? Ich finde es sehr anregend, mit dir zu sprechen und merke, wie gehaltvoll die Gestaltarbeit ist und wie viele Themen man anschauen könnte. Also ich freue mich gerade, glaube ich, dass wir in diesem Interview so ein bisschen ein sehr praxisnahes Thema jetzt gefunden haben. Entscheidungen treffen. Was für ein Thema, das wirklich so viele Menschen auch, für so viele Menschen relevant ist.
Absolut, ja. Jetzt springt mein Mind, Mind gerade weiter. Apropos Themen. Ich habe gesehen, du bietest auch Selbsterfahrungswochenenden oder Tage im Gestaltinstitut an und gibst dem Ganzen immer ein Thema. Beispielsweise könnte es sein, gemeinsam trauern oder es geht vielleicht um Liebe. Was hat es denn für ein Gehalt, wenn Menschen mit dem ähnlichen Thema zusammenkommen? Sorry, ich springe jetzt gerade, aber das ist einfach was, was mich noch interessiert, auch an deiner Arbeit mit Gruppen. Einmal diese Themenfindung, das ist so ein, also in erster Linie ich mit mir, denke, okay, welches Thema habe ich schon lange nicht mehr gemacht oder was interessiert mich gerade? Und jetzt diese Stand, zum einen, meine Mutter starb vor 2 Jahren, mein Vater wird älter und es gibt viele Menschen, die älter werdende Eltern haben, wo Trauer oder Tod oder diese Vergänglichkeit einfach so ein Thema ist. Und ich habe so gedacht, interessant, ich habe in all den Jahren noch nie dieses Thema aufgegriffen, obwohl es ist da im Leben. Also nicht nur ältere Menschen sterben, auch jüngere erkranken an schwerwiegenden Krankheiten. Aber es ist ein Thema, das ist nicht so, also erstmal nicht ein freudiges Thema, nichts, womit man verbindet, dass man Spaß mit hat. Und ich habe da vor einem halben Jahr in etwa mit Nicole Bremont, das ist die Kunsttherapeutin und Zen-Praktizierende, mit der ich viel zusammenarbeite, mit ihr so ein bisschen darüber nachsinniert. Wir haben so das beide so beobachtet und gemerkt, dass uns das Thema fasziniert und wir mit all der, wie soll ich sagen, dem Respekt vor diesem Thema uns annähern wollten. Und das ist ein Workshop, den ich mit ihr zusammen machen werde. Also sie ist eben Kunst- und Traumatherapeutin, sie wirkt in der Ausbildung mit. Und wir machen beide Zen und meditieren zusammen und so weiter. Dieses Thema braucht für mich irgendwie viel Sensibilität und den Raum eben für ja, viel Nichtwissen. Tod und Vergänglichkeit und Trauer hat für mich ganz viel zu tun mit Konfrontation, auch mit einem ganz großen Nichtwissen und einem Schmerz. Ja, und dem werden wir uns zuwenden. Also das heißt, du bereitest dich da auch wirklich, setzt dich damit erstmal inhaltlich für dich auseinander und schaust, welche Grundthemen tauchen da auf und ja, danke für den Einblick. Vielleicht so abschließend, was ist es, was du in deinem Alltag immer wieder tust oder wo du dich immer wieder zurück dran erinnerst, um in deiner Haltung der Gestalt auch in deinem Leben zu sein? Also was ganz praxisnah, was ist es, was du immer wieder tust? Also Ich glaube, was für mich wirklich so wichtig geworden ist seit langem, ist einfach immer wieder zu schauen, wo ist meine Lust? Wo ist meine Lust auf etwas? Ich finde, viele Menschen gehen wahnsinnig leidend oder so mit einem, das Leben ist so schwierig durch die Welt. Und okay, es gibt wirklich ganz viele Schwierigkeiten und Herausforderungen.
Und ich habe manchmal so das Gefühl, dieses, ich sage mal, dieser leidende Zustand, der tut uns allen nicht so gut. Wir haben alle das Potenzial zu schauen. Diese Freude über den aktuell gerade wunderschönen Herbst. So, wo ist dieses, was Freude macht, was Lust macht? Diese Quelle quasi immer wieder zu polieren oder immer wieder dahin zu kommen, mich frei zu machen von all den, ja, meine Güte, was es alles an erdrückenden Themen gibt. Und zu sagen, ja, aber ich habe Lust. Also, ich sage jetzt mal beispielsweise, ich arbeite seit 2016 mit geflüchteten syrischen Menschen. Und man kann ja da wirklich im Anbetracht dieses Themas erdrückt werden. Es ist einfach viel. Mein Pfad dadurch ist zu schauen, was macht mir Freude? Wo ist meine Lust, mit diesen Menschen zu arbeiten? Wo ist meine Lust an diesen Begegnungen? Was können wir miteinander entwickeln? Und das ist eine Quelle, die endet einfach so überhaupt gar nicht. Ich finde es super. Die steht uns allen zur Verfügung. Wow. Ja, das ist meine Praxis. Danke. Ja. Gerne. Das nehme ich gerade mit als Inspiration. Ja. Ja, und ich hoffe auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Also fragt euch doch einfach mal, wo ist deine Lust heute? Genau. Ja. Ja. für alle, die in Berlin vielleicht sogar wohnen oder ja, aus der Nähe sind. Das In-Kontakt-Institut in Berlin hat seine Türen offen. Ihr macht ab und zu Workshops. Ihr macht nächstes Jahr startet auch wieder die nächste Ausbildung, richtig? Ja. Genau. Also wir verlinken die Homepage einfach mal hier unten in der Videobeschreibung, Podcast-Beschreibung. Und Gabriele, herzlichen Dank. Gibt es noch irgendwas zu sagen an die Zuhörer und Zuhörerinnen? Ich glaube, dass so quasi diese Spur der eigenen Lust und Freude, die nicht zu verlieren, das kann ich jedem absolut ans Herz legen. Und für vielleicht Kollegen und Kolleginnen, ja, wir machen nächstes Jahr Ende Juni eine kleine Martin-Buber-Tagung, Ich und Du wird 100 Jahre. Und das Ich und Du ist einfach die geniale Konzeption des Zwischen, des Dialogs, von der Gestalt lebt. Also ja, herzliche Einladung. Wow, cool. Ja, ich hoffe, dass ich vielleicht auch in Person vorbeischauen kann. Würde mich sehr freuen. Ja, Gabriele, herzlichen Dank. Ich sende sonnige Grüße nach Berlin. Danke, zurück. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du in dieser Folge im Gestaltcafé zu Gast warst. Wie immer lade ich dich zum Schluss ein, in deinen eigenen inneren Dialog mit dem zu treten, was du gerade gehört hast. Bis zum nächsten Mal.